Liebe Freunde der großen Kleinbahn, ja, ausnahmsweise jetzt mal nicht im Auto, sondern zu Hause. Hinter mir ist meine Ganzjahresfeierlampe, wo Ostern und Weihnachten quasi ganzjährig stattfindet, symbolisiert durch ein Osterei und die Weihnachtsbaumkugeln, die da oben hängen. Aber das nur am Rande. Ja, das heutige Video ist so ein bisschen inspiriert von einer Sache, die mir diese Woche passiert ist. Wir haben ja vorige Woche schon ein Mittwochsvideo gehabt. Ja, da habe ich von WhatsApp-Listen geredet, dass ich eventuell mal eine für den Kanal mache. Und ja, wie es der Zufall will, ich bin ja in mehreren WhatsApp-Listen drin. Ein paar sind so, naja, so Fremo-lastig, also Fremo Epoche 2 und Epoche 1. Und dann habe ich mich natürlich, obwohl Fremo, das soll ja immer so ein elitärer Verein sein angeblich, habe ich mich dann auch da unter die, naja, klingt jetzt blöd, ne, die normalen, ohne Brille ist Mist, die normalen, ich auch reflektiert gerade fürchterlich meinen Monitor, aber was soll's, unter die normalen Modellbahner gemischt. Das war in einem Fall möglicherweise ein Fehler, weil ich dort heute, nee, nicht heute, sondern die Woche, weil ich so ein böser Nietenzähler bin, bin ich da diese Woche rausgeflogen. Ich will jetzt diesen Fall jetzt nicht breittreten, ich will jetzt auch keine Namen nennen. Ja, das ist so eine typische Aktion, wenn jemand eine, also ich kenne das auch von Facebook-Gruppen, wo dann irgendwelche Admins dann irgendwelche Gruppen gründen und dann sich herausstellt, dass der Admin zum Admin eigentlich nicht geeignet ist, weil er, naja, bestimmte Eigenschaften hat. So, und das ist eben auch, ja, in der WhatsApp-Gruppe. Das ist aber nur Inspiration für das, um was es heute gehen soll. Nämlich so ein bisschen den Umgang miteinander. Ich hole da jetzt mal ganz weit aus. Und zwar nicht der Anfang des Internets, sondern der Anfang des Internets in Deutschland, als es für Leute verfügbar wurde, die nicht an irgendeiner Uni sitzen oder so, oder irgendeine Firma, die dann schon Anschluss hatte. Also die meisten Unis hatten es ja, also keine Ahnung, ich kenne das jetzt bloß vom Erzählen. Das gemeine Volk hatte, wenn überhaupt, das sogenannte BTX. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Das habe mir das also nach der Wende, nachdem das möglich war, also sofort angeschafft, weil ich da irgendwie doch im Netz sein wollte. BTX der Telekom, das ist also ehrlich gesagt so aus heutiger Sicht mit den heutigen Möglichkeiten einfach nur lächerlich, ne? Aber damals war es eben ja, die tolle Technologie. Und irgendwann gab es dann diese Telekom-CDs und da, wo auch dieser Zugang drauf war, ne, also wo man sich dann einrichten konnte. Und dann war eben irgendwann für die BTX-Kunden, der ich ja einer war, möglich dann auch ins Internet zu gehen. Ja, das war dann, ich kann jetzt nicht mehr so genau sagen, welches Jahr das war irgendwie Mitte der 90er oder war es in der ersten Hälfte der 90er, ich weiß es echt nicht mehr. Also ich habe da jetzt nicht Buch geführt, ich kann auch nicht im Rechner nachgucken, denn die Rechner, die ich damals hatte, also einer, der ist sogar abgebrannt, da habe ich keine Daten mehr aus der Zeit. Ja, da kostete das Internet noch Geld. Also das, ja, das kostet auch heute Geld, aber jetzt das kostet richtig Geld. Und zwar wurde das so bezahlt, wie lange du eben online warst. Es wurde, glaube ich, nach Minuten abgerechnet. Ich weiß nicht mehr, wie viel die Minute gekostet hat, aber man war so ein bisschen bestrebt, so kurz wie möglich online zu sein. Also irgendeine Webseite, da musste die Suche wirklich schnell gehen, was, wenn irgendwie viele Grafiken, was damals nicht war, ne? Da war nicht so viel Grafiken, da war mehr Text, weil man ja wusste, dass das alles
Bandbreite einschränkt und das lange Ladezeiten erfordert. Ja, also man ist dann, hat dann sein Outlook, das gab es damals auch schon, und hat dann ja, ist dann halt online gegangen schnell, hat dann die Mails, die man offline geschrieben hat, hat man verschickt, und auch die Newsgroups, ne? Also damals hat die Telekom noch Newsgroups angeboten. Das ist das sogenannte Usenet. Ich weiß nicht, mit was man das heute vergleichen kann. Also das ist, naja, so ein primitives, naja, wie so eine Art Forum, muss man sich das vorstellen, aber eben quasi das große Weltforum, ne? Und da gab es dann einzelne Unterteilungen. Und es gab eine einzige Gruppe für deutsche Modellbahner. So, und da war halt alles drin. Ich war zu der Zeitpunkt, war ich nur theoretischer Modellbahner, weil ich, ja, ich weiß, die Geschichte habe ich gleich mal erzählt, dass ich irgendwie zu DDR-Zeiten mal irgendwelche Kataloge in der Hand hatte, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob da, ich weiß gar nicht mehr, wie die zu mir gekommen sind, ob da irgendwer der Meinung war, ich könnte mir da Inspiration holen und könnte dann mal mir irgendwas aussuchen. Ich weiß, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das lief. Und da waren aber auch die Preise drin, ob die reingeschrieben waren oder ob das reingedruckt war, das weiß ich nicht mehr. Und da kostete irgendeine größere Lok, also was weiß ich hier, keine Ahnung, bei Reihe N404401, irgend sowas, die kostet dann über 200 D-Mark, ja, also wirklich ein gewaltiger Preis, ne? Also damals zumindest, vor allem als DDR-Bürger, hätte man theoretisch ja noch alles mal 10 rechnen müssen. Und ja, und da habe ich irgendwie, ging mir da so in den Kopf rum, also das kannst du, also das ist so teuer. Also ich hatte da auch aufgehört, dann die, auch in der DDR war ja diese, immer wenn eine neue Lok rauskam, dann, es war zwar nicht der doppelte Preis, aber da wurde fürchterlich aufgeschlagen. Und man hat ja jetzt auch nicht so viel verdient, ne? Also ich weiß ja, irgendwie 400, 500 oder irgendwie so in der Drehe DDR-Mark verdient. Und wenn natürlich dann die Lok irgendwie 200 DDR-Mark kostet, ne? Dann ist das schon ein Preis, ne? Also da kann man ja umrechnen auf heute, ne? Also der eigene Verdienst und dann, ja, 2/5 davon. Da kommen schon stolze Sachen raus. Aber für viele, also für nicht wenige, sind die Preise ja heute genauso, ne? Also das ist ja auch. Also jedenfalls habe ich dann zur Wende, war mir vollkommen klar, das Hobby kannst du nicht mehr leisten. Also das, wenn die Loks so teuer sind und das ist das Hobby nicht nur daraus besteht, irgendwelche Lokomotiven zu kaufen, das habe ich eigentlich erst später begriffen. Ne? Also man hat ja, jeder hat ja seine Anfänge. Und ja, und ich war da eben theoretischer Modellbahner, weil ich eben, wie gesagt, der Meinung war, ich kann mir das nicht mehr leisten. Aber ich habe halt dort mitgelesen und auch ein bisschen mitdiskutiert. Und das Ganze war unmoderiert. Und man kann sich vorstellen, wenn da auf der einen Seite die Fremo-Leute da sind, auf der anderen Seite die Märklin-Leute, da war schon recht erheblicher verbaler Schlagabtausch. Ne? Also da war schon was los. Ne? Also wobei ich, das war eben damals auch noch ein bisschen anders. Das ist jetzt nicht so wie heute bei Facebook oder so. Weil, das möge mir mal bitte nicht übel nehmen, aber in der damaligen Zeit war es trotz dieser CD von der Telekom, oder dann kamen ja auch die AOL-CDs, die waren ein bisschen einfacher. Es war nicht so ganz einfach, den Internetzugang einzurichten, zumal ja viele, ich weiß, ich kenne das hier von Elsterglanz hier nach der Devise, ja, das Internet, das setzt sich doch nicht durch, ne? Das ist doch eine Eintagsfliege, ne? Da im Mansfelder Dialekt. Und so waren ja nicht wenige damals drauf, ne? Die dann, das brauche ich nicht, Internet, braucht kein Mensch, wer braucht das? Ich habe meine Modellbahnzeitung und das reicht mir völlig und ach und ja, und diskutieren muss man auch nicht und ach. Also es war auch so ein bisschen Intelligenztest und das war eben so, dass damals
Naja, da wurde eben argumentiert, ne? Und einer von den Märklinisten, der war Rechtsanwalt, ne? Der konnte natürlich argumentieren. Ne? Also auch wenn er in manchen Fragen Unrecht hatte, ne? Ja, und die Gegenseite, weil er es ja gar nicht wusste, da hat er die Welt von seiner Märklin-Sicht gesehen. Und immer dann, wenn er einen Fremdhersteller hatte, dann hat er natürlich dummerweise auch die erwischt, also wie damals Riva Rossi mit irgendwelchen komischen Antrieben was weiß ich, über irgendeinen Gummiantrieb oder so. Ich meine, das funktioniert natürlich bei weitem schlechter als jetzt die Märklin-Standardlok der damaligen Zeit, muss man dazu sagen. Und naja, so war immer die Diskussion. Und irgendwann, und da kommen wir jetzt zum Hauptthema, ich habe 11 Minuten geredet und kommen jetzt erst zu Pudels Kern. Ja, und da fiel eben der Begriff auch Nietenzähler. Ne? Und ja, und da ist eben jetzt die Frage, die ich mit euch jetzt dann vielleicht auch in den Kommentaren diskutieren möchte. Was ist denn nun Nietenzähler? Ne? Zählt er echt Nieten oder ist der nur irgendwie, naja, so übertrieben das Vorbild ausgerichtet, dass die Lok eben wirklich exakt dem Vorbild entsprechen muss, was ja nie entspricht. Ne? Also die Modelldampflok fährt immer noch elektrisch, ne? Und die Diesellok fährt nicht mit Diesel und ja, mit den E-Loks, das hatten wir erst im letzten Video, dass ihr bei manchen eben ohne Oberleitung fährt. Das mit dem Diesel habe ich jetzt hier von Erzgebirgsmöwe, der hat mir das in den Kommentar geschrieben. Fand ich sehr gut, fand ich sehr toll, ja, dass er da das so gesehen hat. Er neigt ja auch ein bisschen, also er nimmt auch sehr genau. Also aus Sicht von manchen, wer hat das jetzt auch einen Nietenzähler? Ne? Also, weiß ich, wer ihm jetzt so bezeichnen würde, also ich nicht, ne? Also das sowieso. Aber ich habe immer so, für mich ist das ein unsinniger Begriff, einfach deshalb, weil das jeder aus seiner Perspektive wahrscheinlich ein bisschen anders sieht. Und da konstruieren wir jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, wer von euch jetzt die Pico-Baureihe 98 kennt. Auf die bin ich gestoßen, die kannte ich gar nicht, weil es ist DDR-Produktion, ne? Die kannte ich aber gar nicht. Auf die bin ich gestoßen in der Modell-Wiki, weil ich dann immer mal gucke, welcher Hersteller, also man hat ja auch nicht immer alles im Kopf, ne? Also welcher Hersteller bietet welche Baureihe an, das ist dort zwar nicht hundertprozentig, aber die meisten Sachen sind einfach da aufgelistet und drin. Also, wer da eine Übersicht haben möchte, der kann da ruhig mal reingucken. Ja, und wenn ich natürlich nach meiner Kreuzspinne suche, die auch Baureihe 98 ist, finde ich natürlich dann auch immer diese Pico-Lok. Ja, was ist das für eine Lok? Das ist das Gehäuse der Baureihe 80, was eine Tender-Rangierlok ist, also Einheitslok. Mit einem zweiachsigen Fahrwerk, die 80 hat ja normalerweise drei Achsen, mit einem zweiachsigen Fahrwerk, mit einem, naja, also eine Kuppelstange gibt es da nicht, da gibt es bloß die Treibstange von der hinteren Achse, also so wie eben früher so Startpackungsloks gebaut wurden. Also heute, wenn ich mir heute so Startpackung angucke, sind eigentlich vernünftige Loks drin. Ne? Also da jetzt nicht unbedingt was mich jetzt interessiert, aber das sieht jetzt auf den ersten Blick mal jetzt nicht so schlecht aus. Ne? Also vernünftige Wagen, vernünftige Loks. Und ja, gilt eben für die Pico-Lok nicht. Aber das ist eben, ja, das ist eben total preiswert und das ist halt die erste Lok fürs Kind. Ja, das nimmt sie eh nicht so genau. Da ist das bloß, ist die Frage, wie schnell fährt die? Ja, und fällt die lustig aus der Kurve, wenn man mit Vollgas da reinfährt? Ja, auf der Teppichbahn ist das ja nicht so schlimm. Ja, also solche Sachen. Da ist sie gut. Und nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt einen Modellbahner, der, naja, dessen Anspruch jetzt nicht so hoch ist.
und der sich freut, dass diese Lok seine eigene zu nennen, die auf seiner Anlage fahren lässt. Ja. Für den sind wir doch eigentlich alle Nietenzähler, ne? Weil uns die Lok wahrscheinlich, ich weiß nicht, wem die gefällt. Ne? Ich denke, unter meinen, also schreibt es ruhig mal drunter. Ne? Also outet, also wenn ihr die Lok habt und die fahren lasst und die euch gefällt, schreibt es ruhig mal in die Kommentare. Ich verteidige euch dann auch gegen den einen oder anderen, der das dann ein bisschen komisch findet. Ne? Aber es wäre natürlich ein schöner Gag, wenn sich da mal jemand outet mit meinen Zuschauern. Ja, aber für den wären wir doch eigentlich alle Nietenzähler, also alle anderen. Ne? Und ja, so setzt sich das eben fort. Also es gibt eben Leute, ja, da muss der Gesamteindruck stimmen. Also der Auslöser für die Diskussion war übrigens die 18201 von Märklin, die ja neu rausgekommen ist. Da habe ich ja, also wenn ich das irgendwo im Video sehe, dann schreibe ich immer mal den bösen Satz drunter, ja, endlich ist mal ein Hersteller, der diese Lok baut. Warum ist nicht eher mal jemand auf die Idee gekommen? Ja, aber es ist ja in der Modellbahnbranche weit verbreitet, dass man jetzt irgendwelche Modelle bringt, die die Konkurrenz auch hat. Na, also so die Standard, was weiß ich, weiß, wer alles eine 03 im Programm hat. Ich meine, die 03 ist ja auch nicht 03, da gibt es also, was weiß ich, die Altbau und dann gibt es eine Stromlinien und dann gibt es rekonstruierte Version im Westen, rekonstruierte Version im Osten. Dann gibt es ja die Baureihe 0310. Also da gibt es ein weites Betätigungsfeld für Hersteller, die zwar dann die 03 im Programm haben, aber eben unterschiedliche Varianten, ne? Weil die auch nicht vom Gehäuse gleich sind. Ich muss ja als Hersteller, wenn ich dann, was weiß ich, wenn die andere Teile im Kessel hat, die jetzt nicht einzeln angesetzt werden, wie jetzt zum Beispiel Mischvorwärmer. Der wird ja natürlich immer mit dem Kessel, kommt der dann, was weiß ich, aus der Maschine. Ne? Und ja, das ist natürlich, wenn ich jetzt da zum Beispiel einen Mischvorwärmer einer Regolok der DR drauf setze, ja, dann muss ich die Form ändern. Ne? Das macht natürlich nicht jeder. Ja, also das, weiß ich, wie viele Unterschiede, ich kenne mich da ja so genau auch nicht aus, aber wie viele Unterschiede die beiden Loks dann sonst noch haben, da kommt sicher einiges zusammen, aber es ist halt so, ne? Aber die bei der 18201, da ist nur manchmal die Nummer, weil die Epoche 4 Nummer ist ja 02201, ne? Weil die DR die damals umgenummert hat. Das ist der einzige Unterschied. Und dann hat die mal die Farbe gewechselt. Rocco hat die ja mal rot angemalt. Ne? Und da ist die in Rot rumgefahren. Das macht Märklin jetzt sicher nicht. Also ich habe die auch mal in Rot rumfahren sehen. Also das. Ja, und irgendwie hatte ich ein Bild gesehen von der Front der Lok, also von vorn. Und habe dann verglichen mit dem Vorbildfoto. Und da ist mir aufgefallen, dass A, die Nieten bei Märklin irgendwie ein bisschen größer aussehen. Und da hatte ich schon das böse Wort Nieten in den Mund genommen. Und dann habe ich festgestellt, dass die Lok, die Frontpartie, also die Bleche, die zu der Verkleidung gehören, wo also Märklin da ganz viele Nieten drauf gemacht hat, dass die gar nicht genietet sind, sondern geschraubt. Und das sind auch noch Senkschrauben. Also es sind nicht irgendwie irgendwelche Huckel oder was, sondern das ist alles glatt, aber man sieht halt die Schrauben. Und ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Also ich hatte dann in der Gruppe gebeten, ob mir mal einer ein Foto von der Rocco-Lok macht. Da hatte ich nämlich kein Bild gefunden von der Front. Das hat doch jemand gemacht. Und dann habe ich so einen kurzen Satz fallen lassen. Naja, wir sind, also ja, ich sehe dann doch ein paar Unterschiede. Also die Nieten bei der Märklin-Lok sind mir zu groß. Das gilt übrigens für die ganze Lok, ne? Also nicht bloß für die Front. Also ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich kenne das von der Fertigung nicht, ob dann jetzt, das ist ja alles Metall bei Märklin, ob es da irgendwelche Grenzen gibt, ne, was jetzt die Feinheit von Strukturen angeht. Also an sich so macht die Lok ja einen guten Eindruck. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist natürlich dieser komische Ausschnitt da also an der Schleppachse. Da hat das Rocco so gemacht, das ist natürlich auch ein bisschen komisch, also wobei ich natürlich, ich habe keine engen Radien, ne? Also ich, für mich ist das, also wenn ich die Lok mir, ich habe es ja nicht, also keine von beiden,
Es ist ja der Monitor ausgegangen, da wird es gleich wieder dunkel. Monitorlicht bestrahlt mich wieder. Ich habe die alle beide nicht, also weil das ist nicht meine Epoche, aber es ist natürlich eine interessante Maschine. Ne? Also wenn da irgendwas rauskommt, dann guckt man dann schon mal. Ja, und das hatte ich so also in der Gruppe geäußert und dann ging natürlich dort die Diskussion. Also manche haben sie eben lächerlich gemacht. Ja. Er hat Niete gesagt. Ja. Na, und, naja, das führte halt zu einer Diskussion, die dann zu meinem Ausschluss führte, weil man will keine Nietenzähler, also keine Nietenzählerei in der Gruppe. Ich habe dann gesagt, ich lasse mir nicht den Mund verbieten, wenn das ist ein Modellbahnthema, wie jedes andere auch. Wenn ich jetzt hier irgendwas Politisches sage, was ja dort in der Gruppe auch immer mal vorkommt, dass dann irgendwer der Meinung ist, er muss für irgendeine politische Richtung Werbung machen oder einfach nur irgendwas andiskutieren. Ne? Also dann ist er auch nicht rausgeflogen. Ne? Aber ich habe halt meine Meinung und wenn die Gruppe, also Gruppe nicht zu mir passt, dann muss ich halt gehen. Ne? Also er ist mir da allerdings zuvor gekommen. Ja. Gut, aber das, wie gesagt, das bin ich schon wieder abgewichen von meiner Linie. Ich wollte ja eigentlich nicht weiter darauf eingehen. Ja, ich weiß nicht, auch das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das jetzt diese Sichtweise, die ich dann habe, für mich ist die völlig normal. Ja, also das ist ja, mir ist natürlich bewusst, dass das andere Leute anders sehen. Und das ist einfach so, wir haben jeder eine andere Toleranzgrenze. Ich würde mir nie eine Lok kaufen, also gut, die Nieten, da kann man, das kann man in Stadt stecken. Na, das ist eben bloß, ja, das ist halt interessant. Ne? Aber das ist jetzt kein Kriterium. Also mein Kriterium wäre, ist ja natürlich erstmal die falsche Epoche. Ne? Und das nächste wäre dann dieser Ausschnitt an der Schleppachse. Das ist nicht so toll. Bei Rocco ist ja so, dass wenn die in die enge Kurve fährt, dann ist sozusagen der untere Teil, der schwenkt dann so aus. Also das ist natürlich auch, naja. Aber ja, das ist halt ein Kompromiss. Das ist halt normalerweise gehört so eine Lok nicht auf eine Anlage mit engen Radien. Das ist entweder was für die Vitrine oder für die entsprechenden Radien. Aber ja, mein Gott, ist halt, wie es ist. Ne? Das ist auch eine Entscheidung, die jeder selber treffen muss. Und es wird halt gekauft, was angeboten wird. Ja, das gilt nicht nur für Märklin, wo ich das ja immer mal kritisiere, dass da auch viele das ein bisschen unkritisch sehen. Und da, wie gesagt, die zweitgrößte Facebook-Gruppe ist das Märklin-Forum. Und da ist ja auch so, ne? Also Märklin kritisieren, buff raus. Ne? Ist man draußen, sofort. Fremdhersteller loben oder weiß nicht, schon das erwähnen, ich war ja da nicht drin, ne? Also habe ich ja keinen Ehrgeiz da reinzugehen. Ja, auch raus. Ne? Also, das ist ja, das ist in Politik dort in der Gruppe und es gibt immer noch 20.000 Leute, die da drin sind, denen das scheinbar gefällt, ne? Wenn das so ist, ne? Dass die also vor allem möglichen Gemecker geschützt sind, ne, durch den Admin und dort ihrer Leidenschaft für einen ganz bestimmten Hersteller frönen können. Was ich, für mich gibt es keine Hersteller, also im Prinzip gibt es, also Hersteller haben für mich wenig Bedeutung. Hersteller haben für mich Bedeutung, also wie früher Riva Rossi oder so oder Lima. Wo du wusstest, da die Qualität ist da gerade bei den Lokomotiven eher ein bisschen bescheiden, also lassen wir mal lieber die Finger davon. Also da ist ein Hersteller relevant, aber ansonsten es gibt ein Vorbild. Das Vorbild, das gefällt mir und dann gucke ich, ob es das im Modell gibt und dann, ja, und dann kann man darüber überlegen, ob man sich das anschafft. Und da ist mir völlig egal, ob das Lilliput ist oder Rocco oder Trix oder Pico oder wie sie alle heißen, Gützold, ich habe ja einige von Gützold. Das ist also diese Marken, diesen Markenfetischismus, wenn ich dann schon immer irgendwo lese, ja, ich bin Fan von Märklin und Pico letztens, in der Kombination ist natürlich auch lustig. Aber ist natürlich schon besser, ne? Als immer nur ein, es gibt ja genauso wie es die Märklin-Fans gibt, gibt es Pico-Fans, also meistens im Osten, aber.
Ja, es ist für mich immer ein bisschen sinnlos, weil die Lok muss fahren, die Lok muss vernünftig essen und ja, dann ist egal, was da drunter steht. Ja, also so ist, finde ich das. Ja, jetzt bin ich schon wieder von 100 ins Tausendstel gekommen. Ja, wo waren wir jetzt eigentlich? Beim Nietenzähler. Gut, also ich, wie gesagt, das ist, ich finde es, also das ist eigentlich auch so, also der Begriff ist ja eigentlich, der hat ja, wie ich vorhin gesagt habe, der hat ja keine Relevanz, weil das jeder anders sieht. Je nachdem, wo ich jetzt in dieser in welcher Modellbahnecke ich stehe oder was ich jetzt für Ansprüche oder für Toleranzgrenzen habe, würde ich immer jemanden finden, der es ein bisschen extremer sieht, und das ist dann halt für mich der Nietenzähler. Na, und also an sich ist das nur ein Begriff, um irgendwelche Leute zu diffamieren. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die für mich schwierig ist, bis nicht akzeptabel. Weil unterm Strich, also egal, ob nur Märklin-Forum oder was weiß ich, irgendeine, keine Ahnung, Handel pur oder N oder TT oder irgendeine große Spur, ne, wenn die Augen nachlassen, dann nimmt man große Spuren. Oder manchmal auch aus anderen Gründen. Ja, das ist was, alles das gleiche Hobby, und man sollte sich nicht gegenseitig diffamieren und irgendwo abqualifizieren als was auch immer. Ich habe ja auch, es gibt ja, hatte ich auch schon mal ein Video, ich will es mal noch mal kurz anschneiden. Es gibt noch einen zweiten Begriff, mit dem ich immer so ein bisschen fremdle, das ist der Begriff Spielbahner. Da ist es ja so, ich habe eine Modellbahn, die hat so und so viele Kreise, und da kann ich mit so und so vielen Zügen gleichzeitig fahren. Am besten noch computergesteuert. Das heißt, ich sitze vor der Anlage, sofern die Computersteuerung funktioniert, ja, und ich die Gleise geputzt habe und die Lok sauber sind, ja, und alles funktioniert, sitze ich davor und gucke zu. Ist das ein Spielbahner? Also ich hatte ja in der ersten Version dieses Videos, da habe ich noch im Auto gesessen. Es wäre interessant geworden, weil es hat draußen geschneit. Es war hell und dunkel, je nachdem, ob da eine Straßenlampe gerade mich beleuchtet hat oder die Ampel oder die Bremsen des vorhergehenden Fahrzeugs vor der Ampel. Das war, also optisch war das nicht schlecht, das Video. Aber ich war mitten im Video, ich wollte Haken von Olaf. Olaf, jetzt fange ich schon wieder an. Olaf, der Ort, Otlof, oh Gott. Ich kriege den Namen, das ist einer der berühmtesten Modelle, ich kriege den Namen nicht in den Kopf rein. So, und dann habe ich dort minutenlang überlegt, wie der gute Mann heißt. Und das, na gut, ich habe mich dann auch anderweitig dann auch noch verquatscht. Deshalb ist das Video nicht online gegangen. Und ich sitze jetzt wieder davor, an meinem Schreibtisch mit meiner Lampe hier hinten und red in mein Handy, weil ich mit dem Video nicht zufrieden war. Vielleicht bin ich auch mit dem nicht zufrieden, weil ich jetzt schon wieder den guten Haken jetzt schon wieder umbenannt habe. Ich hätte nur Haken sagen sollen. Ja, gut, ist auch egal. Ja, der hat sich ja auch mal selber, also ich habe mit dem sogar mal diskutiert über Facebook, weil er auch gesagt hat, ich bin ein Spielbahner. Ja, und dann habe ich ihm meine Sichtweise erklärt, was ich von dem Begriff Spielbahner halte. Bei ihm mag das vielleicht noch stimmen, weil der ist ja, hat ja so ein bisschen einen Hang, so ein bisschen für die historische Modellbahn, und baut da irgendwo auf der Messe seinen Kreis auf und fährt dann mit irgendeiner Blechbahn dann da rum und ist glücklich, dass er das so vorführen kann. Für mich ist das ein Ausstellungsbahner. Ne? Also das ist, weiß ich nicht, das, ja. Also Spielen ist für mich in eine Rolle schlüpfen, unter anderem. Ja?
Also ich bin der und der. Ich bin Lokführer. Ich fahre meine Züge alle mit der Hand. Ich beachte Signale. Das muss nicht unbedingt bei Fremio passieren. Das kann ich auch zu Hause machen. Ja? Also es ist ja die einfachste Steuerung der Modellbahn. Ich habe ein Digitalsystem, ne, und habe einen Regler in der Hand und dann fahre ich so, wie ich lustig bin. Ne? Und wenn ich rangieren will, dann rangiere ich. Wenn ich im Kreis fahren will, fahre ich im Kreis. Und es gibt da natürlich auch, ich hatte ja mal so ein Video gemacht, wo als ich schon Anfang der, Anf war das 70, ich glaube 70er schon, oder was Anfang der 80er, ich weiß schon selber nicht mehr, ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her, oder was das Video rausgekommen ist. Da ging es um Betriebskonzepte. Ne? Also da habe ich irgendein Buch gekauft, so als Spaß, wo Betrieb auf der Modellbahn aus hier schon die tiefsten DDR-Zeiten, wo der quasi den Fremio schon vorweggenommen hat, also was das Betriebskonzept angeht. Also ich fahre nach Fahrplan, ich fahre nach Uhr. Da war in dem Buch, wie man sich einen Wecker, also einen mechanischen Wecker umbaut, damit er Modellbahnzeit anzeigt. Da hatte dann, also, was weiß ich, das sind ja die Zahnräder sind ja ein bisschen größer in so einem alten Wecker. Da hat er einfach irgendwie mit der Zange jeden zweiten Zahn rausgekniffen und dann lief die Uhr halt bisschen schneller. Ne? Das ging bis hin dann irgendwie zu einer Bahnhofsuhr, da wurde dann irgendeine Taschenuhr oder eine, keine Ahnung, eine Armbanduhr oder was dann in das Bahnhofsgebäude eingebaut hat und das dann eben die Zeit angezeigt hat. Ne? Da weiß er nicht, wie er da jeden zweiten Zahn aus dem Zahnrad rausgekriegt hat, aber irgendwas. Irgendwas ist ja immer. Ja, also das war auch eine Anlage, da ging es, was weiß ich, da war vorne am Bahnhof und hinten an der Anlage am Bahnhof und an der Seite war noch irgendeine Betriebsstelle, irgendeine, was weiß ich, irgendein Ladegleis, mir schiebt es wieder an der Nase, irgendein Ladegleis, wo dann in einzelnen Schritten eben erklärt wurde, wie dieser Betrieb abläuft. Ne? Und ich will Wagenkarten, weiß ich nicht, ob er da was, ich glaube auch, der hatte schon Wagen- und Frachtkarten. Das weiß ich jetzt gar nicht. Das, na, müsst ihr euch das Video nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, dann jetzt hier da oben dann diesen Info, dieses Info-Ding da hinzumachen oder ob ich es wieder vergesse. Aber wenn ihr auf meinem Kanal nach Betriebskonzept sucht, sollte das eigentlich, sollten die Videos eigentlich auftauchen. Ja, also das ist für mich Spielen, ne? Oder ich bin Fahrdienstleiter von dem Bahnhof und ja, also auch das ist Spielen. Ja, also das ist das, was wir auf der Vereinsanlage immer früher gemacht haben. Also ich eher weniger, aber es gab dann so Begeisterte, ja, ich lasse den Zug mal da einfahren und mal dort einfahren und oh, das ist jetzt gelungen, ohne dass er ausgleist, ne? Also es ist so ein bisschen eine ältere Anlage. Und da mit doch sehr engen Weichen und vor allem die Doppelkreuzweichen, das waren auch so eher so Gleisabknickstellen. Also von dem alten, nicht Pikachu, gesagt, das alte Pilz, Standardgleis war das. Und ja, das ist eben auch Spielen. Ne? Also zugucken ist für mich nicht Spielen. Also da ist dieser Begriff ist meiner Meinung nach irreführend. Ne? Und am meisten wird natürlich in Fremio gespielt. Ist halt so. Ne? Also, wenn man weiß, was da abgeht und was da läuft, das ist so. Also, die eigentlich Spielbahner findet man im Fremio. Ja, das ist, ich sag manchmal, wenn ich das Leuten erkläre, die jetzt mit Modellbahn gar nichts am Hut haben, dann sage ich, das ist ein Eisenbahn-Rollenspiel. Ja? Es gibt ja so Rollenspieler, die treffen sich dann im Wald. Und sind dann Ritter und Prinzessin und Magier und weiß der Geier, das ist so was, dem kann ich nicht so ganz folgen, aber es gibt Leute, die da total begeistert sind und das sollen sie auch, das will ich auch nicht werten. Aber ja, wir machen halt Eisenbahnrollenspiel. Wir sind dann Fahrdienstleiter, Lokführer, was auch immer. Ja. Irgendwer macht den Fahrplan, irgendwer macht Strecken, das muss ja alles geplant werden, ne? Also die ganzen. Welche Module da wohin gebaut werden, das ist dann also der Eisenbahningenieur, der ja die Strecken macht. Und ja, also für Verpflegung kümmert sich auch noch einer. Ne? Das ist auch wie eine Rolle. Das ist dann meistens kein Spiel, das ist dann ernst, aber es ist, ne? Also
Das ist halt Rollenspiel für mich oder Spiel. Und das sind halt die Spielbahner. Gut, ich glaube, ich habe jetzt genug geredet. Ja, nächstes Wochenende, jetzt ist ja, also ich nehme das jetzt hier am Sonnabend auf für den nächsten Mittwoch. Und wenn es schief geht, dann wird das auch Mittwoch online gestellt. Da bin ich dann schon irgendwie unterwegs und belade schon das Auto für Donnerstag, weil wir wieder Fremo-Treffen haben. Ich sag's nochmal vom letzten Fremo-Treffen. Meine beiden Slots, die ich habe für dieses, die sind voll. Ja. Man kann diese Slots übrigens auch umgehen, indem man sich ganz normal zum Treffen anmeldet. Ja, also auch als Gast und als Nicht-Fremo-Mitglied. Weil wenn ich mich natürlich da anmelde, dann geht jeder davon aus, also der Planer oder der Organisator geht natürlich davon aus, ja, der ist zwar nicht im Fremo, aber der will dann demnächst eintreten. Ja. Das ist also für Leute, die jetzt das interessiert und die jetzt nicht der Meinung sind, sie gehen jetzt auf die Modellbahnausstellung. Ja. Und die jetzt. Ja, also wer jetzt sowieso mit den Gedanken spielt, also ich guck da mal rein, vielleicht ist das was für mich. Die sind natürlich dann irgendwie bevorzugt, ne? Also wer sich da zu erkennen gibt, also da gibt es eigentlich keine, dürfte es keine Hindernisse geben, da sich anzumelden und dann da dabei zu sein. Es ist teilweise so, also es gibt ja die Fremo-Seite, ne? Also früher war es Fremo.org, es ist Gruppe Fremo EU, ich weiß auch nicht, weil ich wäre da irgendwie weitergeleitet, ich habe mir das jetzt nicht gemerkt. Also habe ich da irgendein Lesezeichen drauf oder was weiß ich, der Browser füllt es automatisch aus, wenn ich da irgendwie Fremo eintippe. Also ist, wenn man im Fremo, also im Google nach Fremo sucht, da findet man das. Und ich komme auch als Nichtmitglied auf die Treffenseite, also auf die Termine. Es kann aber sein, dass da zwar drin steht, wann und wo was stattfindet, aber dass keine Kontaktadresse drin ist. Sollte das der Fall sein und es sich um ein Treffen handeln, an dem ich dabei bin, das wäre nächstes Jahr, also meines Wissens, 30K Muckern, dann in einem Jahr und im Mai ist Bardewijk. Da müsste man sich relativ schnell anmelden, also alle, die im Norden wohnen. Oder im Nordwesten wohnen, das ist ja nicht weit weg von Hamburg. Es ist ja so irgendwie so Nachbarort von Lüneburg und Lüneburg ist ja auch so fast schon in Spuckweite von Hamburg. Ja, also anmelden. Achso, ja, dann, wenn der Kind mich anschreiben, ne? Also unter irgendeinem Video von mir irgendwie, ich hätte Interesse dann und dann und dann müssen wir irgendwie mal sehen, wie wir da zusammenkommen und dann. Wenn es nicht, also ich kann jetzt nicht da 100 Leute einschleusen, aber mit einer vernünftigen Anmeldung ist das alles kein Problem. Wenn ich das gewusst hätte für Magdeburg, dass das so einfach ist, dann hätte ich dort auch viel mehr als 2 Slots unterbringen können. Also das wäre überhaupt kein Problem gewesen. Ja, also es gibt dann zwar immer einen Verantwortlichen, also das bin in dem Fall ich oder wer sich dort eben anmeldet, da findest du halt einer. Na, und ja, das dazu. Die Anmeldefristen sind meistens also mehrere Monate vor dem Treffen. Also für 30K Muckern für dieses Jahr, also das, was jetzt am nächsten Wochenende stattfindet, ist es, ich glaube, im August oder so ist das gewesen. Na, also wer sich jetzt anmeldet, ist schwierig. Na, das findet dann. Also der Treffenplaner, der hatte so viel Stress, dass der gar keine Mails beantwortet. Na, der muss jetzt sehen, dass er seine ganzen Dokumente ausdruckt und so. Also das ist so ein stressiger Job. Na, vor allem, weil Fahrplan und Arrangementplanung diesmal in einer Hand lagen. Und ich glaube, die ganze Geschichte mit der Übernachtung und solchen Spaß, war auch noch die gleiche Person. Das ist natürlich viel zu viel. Na, also da kann man jetzt nicht erwarten, dass man da schon eine Antwort kriegt. So, aber eben, wie gesagt, für nächstes Jahr. Ne? Oder vor allem eben auch die jetzt im Norden für 30K Muckern. Quatsch, für Bardewijk.
ich hoffe, dass wir jetzt, ich keinen Ärger kriege mit den Leuten, die dort vielleicht hier ins Video reingucken und dort dann das Treffen planen. Aber so ist es quasi in Magdeburg so ein bisschen vermittelt worden, ne? Also einfach anmelden und fertig. Ja. Gut, jetzt ist schon wieder, das ist das Signal, dass wir jetzt hier Schluss machen mit dem Video. Ich habe jetzt 40 Minuten geredet. Wer bis hierher durchgehalten hat, herzlichen Glückwunsch, ne? Aber für manche ist das eh jetzt hier eher so ein Hörspiel, ne? Also wie ich hier in die Kamera gucke, das ist jetzt nicht so, wahrscheinlich nicht so interessant mit meinen Pickeln auf der Stirn. Ja, also, ich wünsche euch schönen Abend. Wer jetzt hier einfach so reinstolpert und gar nicht weiß, wer ich bin, also es gibt da einen YouTube-Kanal, da könnt ihr das ein oder andere Video angucken, da könnt ihr dann entscheiden, ob euch das gefällt und ob ihr das abonnieren möchtet. Abonnieren ist kostenlos, ne, bei YouTube. Und nur wenn man sich von der Werbung befreien muss, dann kostet das Geld. Also da hat man die Wahl, das zu ertragen oder eben ein bisschen was zu bezahlen. Ja, einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, wenn es euch nicht gefallen hat. Ja, also beides pusht den Kanal. Also egal, ob ihr den gut oder nicht gut findet. Also einfach mal einen Klick machen und schon wird das Video gepusht und der Kanal gepusht. Und ein Kommentar ist natürlich auch eine schöne Sache, ne? Ja, zumal ich ja, ich habe ja, also wir können ja diskutieren, ne, über den Nietenzähler, über den Spielbanner, über die betreffende WhatsApp-Gruppe möchte ich nicht diskutieren. Soll die Eingeweihten, die wissen das, und also die und alle anderen, die sollen da ihren eigenen Urteil fällen und nicht auf mich hören. Ne? Also da muss jeder seine eigene Erfahrung machen. Da will ich nicht irgendwen und irgendwas schlecht reden. Das ist auch kein guter Stil. Ne? Deshalb gibt es da keinen Namen. Gut, also, genug gelabert. Einen schönen Abend und macht was draus. Ich bin jetzt weg.